Juppdidu, jubbelidubbelidu. Gut, wir müssen nach draußen. Ich weiß, ich merke gerade, es ist recht dunkel. Nicht, dass hier man wieder auf YouTube nichts sieht, weil die das Bild verdunkeln, was ich gar nicht will. Nehmen wir mal die Fackel hier. Das könnte helfen. Mal gucken, was wir hier vorfinden. Todes-Snapper. Einen schönen Nachthimmel. Und mal gucken. Ja, das kann harmlos aus. Oh my fucking Gott, was ist das? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Aha. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Okay. Dann wollen wir mal. Attacke! Los, komm, greif von hinten an, wenn ich ihn ablenke. Gone! Genau, Gone, los, gut. Ich lenke ihn ab, du greifst ihn hinten an. Das klappt gut so, Gone. Ein Troll, der stand am Wegesrand mit einer Keule in der Hand. Los, Gone. Letzten Schlag. Super. Oh mein Gott, das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war. Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Okay. Junger Troll. Trollfell. Cool. 1000. Okay, ich wollte oben nochmal vorbeischauen, weil ich glaube nicht, dass ich so bald wieder herkommen werde. Weil es hier ziemlich, naja, abgelegen ist. Und ich speichere auch nochmal. Das kann ja nicht schaden. Gut, dann schauen wir uns da oben nochmal um. Eigentlich müssen wir selbst abbrennen. Ich brenne. Gut. Ja. Was finden wir hier oben denn? Geht schon mal wirklich ein bisschen weiter. Schauen wir doch mal. Hier scheint nichts zu sein. Ist da drüben vielleicht was? Oh, da drüben ist eine Truhe. Komme ich darüber? Und ich probiere es aber mal. Oh Gott, das war knapp. Dann schauen wir doch mal, was diese seriöse Truhe zu bieten hat. Links, okay. Links, rechts. Oh. Dafür bin ich hochgegangen. Für zwei Heiltränke, ein Dietrich, bisschen Erz und eine Mollerradverwandlung. Ich werde nicht mehr. Das ist mir überhaupt nicht gelohnt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas wie Masterschwert oder was weiß ich nicht. Aber nein, nur... Egal, bevor ich hier irgendwelche blöden Brückensprünge mache. Nein, ich war schon Fleischschwanze. Ich möchte kurz... Moment, ich habe Scavenger-Verwandlung. Ich will das mal testen. Episch! Ist das geil. Ejo, ejo, der Scavenger. Scavenger. Egal. Genug Spielerei. Diese Geräusche, ey. Was haben wir hier noch? Schiff ist gar nicht ausgerüstet. Für Wassermagier. Mal gucken. Teleport und Wassermagier. Genau. Gut. Na, schaffen wir letzten Fokus auch noch. Jawohl, den werden wir auch noch machen. Ich will das Kapitel noch beenden. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden.
Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Jawohl, ganz nur hier. Noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Yes. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Hui. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Danke. Gut, dann gucken wir nochmal. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Hoffe ich auch. Wäre nicht schlecht. Nefarious. Gut, ich werde kurz nochmal rasten. Ich möchte kurz, bevor ich nochmal mich zum nächsten Punkt begebe, zwar ziemlich weit im Norden, in der Nähe der nördlich des Waldes, der zur alten Mühne führt, möchte ich nochmal alte Lager aufsuchen. Ich möchte was überprüfen. Und damit ich etwas schneller bin, habe ich immer noch die Geschwindigkeitsränke. Her damit, wo sind sie? Können wir verbrauchen hier. 2 Minuten Dauer. Oh mein Gott, ich hoffe, die im zweiten Teil lieber, die halten 5 Minuten. Das bringt viel mehr. Na gut, dann mache ich den matt und renne hier mal wieder Bekloppte durch die Gegend. Homer ist nicht mehr da. Hat den Damm scheinbar unterbrochen. Oder auch nicht. Und wie gesagt, Nebenquests sind eigentlich gar keine mehr. Es geht sich jetzt eigentlich nur alles hauptsächlich um die Hauptquest. Weil die meisten Nebenquests habe ich im Prinzip am Anfang schon erledigt. Dementsprechend können wir uns auf unsere wichtige Aufgabe konzentrieren. Hat auch was für sich. Während, sagen wir, die anderen Teile, jetzt während der Hauptquest immer noch nebenher mit Nebenquests noch gespickt werden, wenn man nebenbei noch was anderes zu tun hat. Und die XP verdienen kann. Aber mal gucken, vielleicht finden die doch noch was. Was ich finde, was hätte etwas mehr sein dürfen, dass wenn man sich, sag mal, eine Gemeinschaft anschließt, dass man auch nochmal, sag mal, gildenspezifische Quests kriegt. Ich meine, ich habe am Anfang zwar von Kokolo die Mission bekommen, das Kraut abzuliefern und diesen Kräuter, diesen illegalen Drogenring zu vernichten. Oh, schwarze Goblins. Oh. Kennen wir doch schon. Und Varan, die wollen auch sterben. Wir sind mit den anderen begegnet. Die war ich gar nicht runtergelaufen. Das war ein Schlag. Schnürhaken. Na gut, nehmen wir mit. Ein Mana-Trank und ein Kochlöffel. Cool, ich habe einen Kochlöffel gefunden. Yeah. Die Barane schon ausgeraubt? Ich meine, ausgewiesen. Nee, habe ich noch nicht. Gut. Grünes Blut. Warum auch immer. Lurker. Nackt auch in den Damm rum, hä? Nicht? Gut. Stört mich nicht. Ich metzel einfach alles in der Umgebung nieder, damit ich XP kriege. Wie jeder es tun würde in einem Rollenspiel. Gut. Der Wasserwall wird noch verdächtig. Ich hab nur so ein Gefühl. Aha. Ah. Gar nicht mal so falsch geschätzt. Hätte ich mal früher hingehen sollen. Spruchrolle. Aha. Schon bei irgendeinem Sektenlager-Zauber. Und eine Truhe. Was ist hier drinne? Dietriche, Bier, Heilung und die Pfeile. Also jemand, der, sagen wir, noch am Anfang gespielt ist, den Fluss hinauf zu schwimmen und hier mal unter Wasserfall zu schauen, kann ich nur empfehlen. Über Dietriche kann man am Anfang gut gebrauchen und ich denke mal, eine Spruchrolle mit irgendeinem taufenden Sektenlager ist immer nützlich. Also ohne Fluss kann man so bedrückt hochschwimmen, da können keine Monster eigentlich angreifen, selbst wenn hier Vergoblins sind und Kram. Ganz schön umniete, aber ansonsten kein Problem. Kann ich schon ein bisschen aufräumen. Ups. Los. Ah, verdammt.
Leute, eigentlich müsste das Minenteil bald mal ausgeräuchert sein hier von mir. Und wieder eine blutige Idee auf Jesus macht und... Na gut, nicht ganz auf dem Wasser. Aber es will. Und du noch Lurker. Kein Lurker wird mir in den Kopf. Und die Strömung reißt sogar mit. Interessant. Wir haben viel mitgedacht, über die Stimmung dieses Spiels. Strömung, die einen mitzieht. Du fliegen dir einen Nerven. Ach ja.